Hallo Leute, in diesem Video geht es um ein kleines Mädchen, das hungrig nach Hause kam. Ihre Lehrerin war schuld daran. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Eines Tages kam Lisas Tochter Natalie hungrig von der Schule nach Hause. Der Zustand ihrer Tochter wunderte Lisa, denn sie hatte ihr ein wundervolles Essen vorbereitet und in ihren Rucksack gepackt. Doch was die beunruhigte Mutter schließlich in der Brotbox vorfand, ließ sie erschaudern. Lisa und Natalie stammen, genauso wie Natalies Vater, aus Aurora in Colorado. In der Gemeinde befand sich eine Vorschule, welche die kleine Natalie sehr gerne besuchte. Die Vorschule hatte Platz für gut 150 Vorschüler. Kinder, die reif genug waren, um bald in die Schule zu gehen, wurden ebenso aufgenommen wie solche, die noch nicht ganz so weit waren. Natalies Eltern waren immer sehr zufrieden mit der Einrichtung gewesen. Doch an diesem Tag änderte sich das leider. Es war der Tag, an welchem die Geschichte mit Natalies Mittagessen geschah. Wie jeden Morgen packte Lisa ihrer Tochter ein Schulbrot. Doch zu spät fiel ihr auf, dass sie weder ein Stück Obst noch Gemüse zu Hause hatte, das sie ihrer Tochter mitgeben konnte. Stattdessen legte sie dem Käse-Schinken-Sandwich eine Packung Oreo-Kekse bei. Sie hätte nicht gedacht, dass die Kekse noch zu solchen Problemen führen würden. Schließlich bekam Natalie für gewöhnlich ein sehr gesundes Mittagessen mit. Außerdem war Freitag. Warum sollte die Vierjährige da nicht mal etwas Süßes bekommen? Als Natalie an diesem Tag von der Vorschule nach Hause kam, fühlte sie sich nicht so satt wie gewöhnlich. Schließlich fand ihre Mutter eine Notiz des Lehrers in der Brotdose, neben der nicht angerührten Packung Oreos, welche an sie gerichtet war. Und die Worte, die dort geschrieben waren, beunruhigte die junge Mutter sehr. Denn die Notiz besagte: Liebe Eltern, es ist sehr wichtig, dass alle Schüler ein nährstoffreiches Mittagessen bekommen. Wir sind hier an einer öffentlichen Schule und alle Kinder benötigen Obst, etwas Gemüse und einen gesunden Snack von zu Hause, gerne mit etwas Milch. Weiter stand geschrieben: Cracker, Chips, Kekse oder Erdnussbutter-Marmeladenbrote sind kein gesunder Snack. Dies ist ein sehr wichtiger Teil unseres Programms und wir benötigen die Beteiligung von jedem. Nachdem die Worte sie tief trafen, war Lisa wütend genug, um die Notiz online zu posten. Die meisten der Kommentatoren pflichteten der entsetzten Mutter bei. Sogar Freunde, von denen sie seit über einem Jahr nichts mehr gehört hatte, antworteten. Ein Kommentator bezeichnete die Notiz sogar als lächerlich. Dabei ist es selbstverständlich nichts Ungewöhnliches, wenn eine Schule Eltern dazu auffordert, ihren Kindern ein gesundes Essen zuzubereiten. Bereits seit 2010 gibt es Programme, die dabei unterstützen sollen, mehr Obst und Gemüse in die Ernährung der Kinder zu bringen. Außerdem sollen die Programme dabei helfen, ungesunde Transfette und Salz im Essen zu minimieren. Es ist längst erwiesen, dass ein gesundes Essen dafür sorgt, dass Kinder wacher und aufnahmefähiger sind und sich Informationen darüber hinaus besser merken können. Diese Dinge wusste auch Lisa und sie waren nicht der Grund ihrer Bestürzung. Viel eher hatte sie das Gefühl, dass der Lehrer sie beschämt hatte. Er war zu weit gegangen und hatte ihrer Tochter einfach verboten, die Kekse zu essen. Damit zwang die Schule das arme Mädchen, gegen seine Instinkte zu handeln. Natürlich waren die Kekse nicht gerade eine gesunde Mahlzeit. Doch es war ebenso ungesund, die Kleine hungrig zu lassen. Außerdem ist Natalie kein ungesundes Mädchen und auch nicht übergewichtig. Die Kekse in ihrer Brotdose waren die Ausnahme, nicht die Regel. Doch worüber sich die Mutter besonders ärgerte, war die Doppelmoral der Schule. Als die Vorschule nämlich wenige Tage zuvor einen Feiertag gefeiert hatte, gab es Bonbons für alle Schüler. Kurz nach Lisas Post schaltete sich auch die Direktorin der Vorschule ein. Sie versicherte, dass sie sich die Notiz genauer ansehen würde und dass sie gegen die Schulpolitik verstoße. Auch die Pressesprecherin der Einrichtung gab Ähnliches von sich. Sie sei der Meinung, dass Eltern lediglich informiert, jedoch nicht abgestraft werden dürfen. Ob die Geschichte Konsequenzen für die Einrichtung nach sich zog, ist nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass sich alle Parteien zumindest in einem Punkt einig sind. Gesundes Essen in der Schule hat nur Vorteile für die Schüler. Oder was sagst du dazu? Sollten Schüler auch etwas Süßes essen? Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du die Brotdosen für dich, deine Kinder oder deine Enkel füllen würdest. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.